Frenkel Fortset. Heute. Let's play together Minecraft. Featuring Mone. Müssen wir da echt nochmal rein? Das war irgendwo rechts. Ach, wärst du doch bloß wieder in dem blöden Bett gelandet. Ja. Da sind wieder Sprengpenisse. Da kommst du gut an ohne Eier. Die haben 4 Eier, hast du schon gesehen? Oh Gott, Spinne. Ich dachte, ich hab's jetzt alle los, weil ich es alle explodieren hab lassen. Aber nein, jetzt macht mich die Spinne tot. Danke, danke, danke. Komm. Ja, ja, ich schaff's bloß nicht. Ich sterb gleich. Nein. Doch, geh zu. Ich hab nur noch 3 Herzen. Das schaffst du. Du schaffst das! Mann, 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 ist das ein blödes Teil, ey. Ja, finde ich auch. Vor allem, ich meine, ich würde ja nichts sagen, wenn man wenigstens Waffen kriegen würde wieder. Ja. Aber so ist es doch völlig für einen Pommes. Absolut. So, da ist ein Zombie. Ei, ei, ja, ei auf dem Holzkopf. Sterb jetzt. Nett, Mann. Du musst jetzt irgendwie mal verrecken. Schlägst du auch mit drauf? Ja. Naja, er ist schon tot, ne? Von daher wird es immer schwierig, ne? Ja, endlich. Himmel. Ach, das kennen wir doch, hä? Also, meinst du, also, wir versuchen es jetzt nochmal, ja? Wir müssen halt... Da drüben ist ein scheiß Skelett. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Ja, das schießt uns ab. Ey! Da hat mich jetzt echt... Da musst du echt aufpassen. Ich bin wieder abgestürzt. Wieder am letzten Loch! Ich hab's Skelett aber auch kaputt gemacht. Du bist auch voll der Streber, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso denn? Blöde Spinne. Blödes Vieh. Und es hat mich wieder abstürzen lassen, die Spinne. Ist nicht wahr, jetzt. Doch. Warum? Ach, da bist du runtergefallen? Ja. Es hat mir auf die Fresse gehauen und dann bin ich, So, wir müssen das jetzt schlau machen. Wie schlau? Wir können das nicht schlau. Noch schlauer als sonst müssen wir das jetzt machen. Und zwar, wir müssen uns jetzt überlegen, wo wir lang gehen. Ja. Und dann geht nur einer da lang und sucht den Weg, falls er stirbt, dass der andere ihn wieder aus sicherer Entfernung ran teleportieren kann. So schlau. So schlau, ne? Ja, Wahnsinn. So, und wir sind vorhin welchen Weg gelaufen, weißt du es noch? Wenn wir jetzt da wieder ankommen nach dem blöden Dimensionstor? Nö. Watch Video 10. Komm, das machen wir. Blödes Gelaber, ey. Und vor allem dieses Teleport-Ding. Das ist doch voll für den Arsch. Und dann kannst du keine Waffen und kein Nix gibt's hier. Was soll einer dann hier bleiben beim Teleporter, oder? Nee, was? Nee, nee. Direkt da, wo man rauskommt, war ja keine Gefahr. Nee. Doch, da ist jetzt aber auch Gefahr. Die sind jetzt mittlerweile in dem Vorraum auch schon. Wo gehen wir denn jetzt hin? Einer muss da hingehen. Soll ich mal da hinten versuchen, durchzubrechen? Ja, und ich bleib dann hier am Teleport-Ding, oder? Ja, ja, es muss ja irgendwo weitergehen. Ja. Scheiße, das sind ja monströs viele Viecher hier. Also, ich geh mal los, ja? Ja, aber macht's nicht Sinn, dass ich auf der anderen Seite vom Teleporter warte? In dem ja, kannst du zurück? Du Scherzkeks. Nein. Naja, eben. Scheiße. Warum hast du dich jetzt umgebracht? Ja, ich dachte, ich kann wieder zurück durch das Teleporter-Ding. Ah, Mann. Ich sag noch, bleib da stehen, wir machen's ja, jetzt schlau, komm ich aber. Zu dir. Was? Warte mal. Was ist denn jetzt? Da bin ich. Ah, scheiße, das ist ja Lava! Ja, was denkst du denn? Ja, aber keine Ahnung, irgendwas anderes? Ich sterb jetzt. Ich komm gleich wieder. Ich bin Jesus. Wir sind nur noch am Hin- und Her teleportieren. Das kann wohl nicht sein, da unten ist es. Ich bin Jesus. Blöde Ding. So, welche Richtung jetzt? Hallo? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, da kommt schon wieder einer.
Bleib mir vom Leib, Mone. Wenn du mir zu nah an mich dran gehst, dann greifen die dich auch an. Es muss doch irgendwo weitergehen hier, verflucht nochmal. Ja. Ist aber kein Pfeil, kein Weg, kein Nichts. Gar nichts ist. Vielleicht geradeaus einfach nur? Nur lauter Gegner. Und dann babbel der noch, es dürfte nicht zu schwierig sein. Da links vielleicht. Ich bin jetzt hier ganz oben auf so einem Teil. Geht's denn da drüben weiter überhaupt? Das weiß ja kein Mensch. Man weiß ja nicht, welche Richtung. Ich höre nur das blöde Grunzen von diesen Schweinepriestern da. Ja. Aber da oben komme ich auch nicht weiter. Ich muss da irgendwie schon runter. Aber da sind dann die ganzen Blödmonster. Da lauert schon. Ich hab Angst. Allein. In diesem scheiß Level. Außerdem kriegt man da Augenkrebs. Wenn ich das mal so sagen darf. Mann. Sehr lustig. Echt sehr lustige Adventure-Map. Sehr lustig. Also ich versuche jetzt mal da durchzubrechen. Ich muss auch brechen. So, da geht's jetzt runter momentan. Ich gehe jetzt runter. Ich habe aber leider schon wieder die Orientierung verloren. Also ich wüsste nicht mal, wie ich jetzt genau gelaufen bin, weil ich da so verschiedene Richtungen gelaufen bin. Ja, ist ja scheißegal. Hauptsache, du kommst irgendwo raus und ich kann mich da dann hinbeamen. Lavafluss hier, Lavafluss da, Scheißendreck. Da muss ich wohl drüber springen. Oder wie? Ja, jetzt sterbe ich. So viel zum Thema drüber springen. Soll ich schnell zu dir rüberkommen? Nein. Ah! So, wo bin ich denn verschwunden? In die Richtung? Nein, du bist nach da rechts oben gegangen, glaube ich. Sicher? Du bist nach da abgehauen. Vorhin ja, aber beim zweiten Mal? Da ist eine komische Kiste, die da rumhüpft. Ist das fein? Ich weiß es nicht. Offensichtlich. Nur stirb nicht. Naja, warte mal, hier ist eine Kiste. Nein, ich muss jetzt... Wenn ich sterbe, dann komme ich eh wieder bei dir raus. Scheißdreck. Blöde Mistviecher. Eine hüpfende Kiste, was soll das denn? Oh Mann, ich habe ein Schwert gefunden. Oh, und ich verbrenne. Ich habe mich so gefreut, dass ich drauf geguckt habe. Auf mein Schwert, auf mein Inventar. Und dann bin ich ins Feuer gelaufen. Oh, ich lebe noch. Sackgasse. Aber ich gleich nicht mehr. Sackgasse. Sackgasse. Ich werde von einer hüpfenden Kiste verfolgt. Das ist wieder, weil du nicht ruhig halten kannst, ne? Ich bin an dem Portal, du Affe. Du hast sie angelockt, die Kiste, richtig? Na, ja, genau. Ich so, komm her, Kistchen. Ja, komm. Ich würde gerne wissen, was da drin ist. Aber da ist, glaube ich, nichts drin. Die macht mich nur kaputt. Scheiße, da komme ich jetzt nie wieder hoch. Da ist alles voll Gegner. Ein ich blödes schon im Spiel, Kreis ey. Wie eine blöde. Ein saublödes Spiel. Scheiße, Gegner. Überall Gegner, da komme ich dann nochmal hoch. Oh, ich habe einen Durchgang entdeckt, glaube ich. Was? Dann schnell da raus, wie auch immer. Ja, es ist eine Höhle und in der bin ich jetzt leider in der Sackgasse. Na toll. Also renne ich wieder raus. Ich bin umgeben von Monstern. Und ich komm da nicht hoch, verflucht nochmal. Scheißen Dreck. Wenn ich sterbe, ist das Schwert weg, ne? Ja. Oh, ich bin jetzt auch gleich tot. Aber ich muss doch da durch. Huch, warum wird es jetzt plötzlich hell hier? Ja. Was denn? Ich flüchte hier im Kreis vor einer blöden, hüpfenden Kiste. Was würde ich jetzt dafür geben, wenn mich nur eine Kiste verfolgen würde? Oh! Irgendjemand schreit hier irgendwas. Ich habe jetzt gerade auch eine hüpfende Kiste entdeckt. Ich habe davon gesprochen und plötzlich greift sie mich an. Kann man die töten? Mone? Ich weiß nicht. Ich gehe mal mit dem Schwert drauf. Ich versuch's mal. Chuck Norris. Hand. Ja, ich habe sie getötet. Oh, dann verwandeln sie sich in drei kleine Kisten. So, was habe ich jetzt eingesackert hier alles? Huch, noch mehr Kisten oder was? Ich glaube, das sind die Kisten, die so komisch quietschen. Ich habe noch... Jetzt sind sie... Pilz, verkleinert. Eisenschwert, Goldnugget. Ich habe ein Goldnugget gefunden. Toll, ne? Die explodieren irgendwie, ne? Ja, und die teilen sich auf. Ich müsste jetzt aber wieder zurück, weil die Richtung, wo ich da gelaufen bin, da bin das ich... Das waren ganz viele, das ist ja schrecklich. Das ist ja wie bei... Ich darf den Titel, glaube ich, nicht sagen, weil... Dann sag ihn Armee der Finsternis. Ich versuche mich wieder zu dir durchzuschlagen. Ich komme!
Weil die Richtung, die ich gelaufen bin, habe ich keinen Durchgang gefunden. Oh Gott, was ist denn da die Hölle los? Was machst du denn hier alles? Ja, du scheiß Kiste. Mone, Mone, Mone. Soll ich sagen, da kommen jetzt die Zombies mit Schwert. Wo bist denn du? Du läufst da hoch, ne? Ja, ich versuche jetzt da unten durchzukommen. Was, was da? Die werfen mit Bomben oder was? Geht's noch? Ja, total abartig. So, dann gehe ich jetzt mal da runter, weil da war ich ja noch nicht, ne? Oder? Nee, da war ich noch nicht. Ja, mach doch nur, ich versuche mich hier irgendwie in Sicherheit zu bringen. Falls du einen Durchgang irgendwo siehst, ne? Zögere nicht, ihn zu nutzen! Ja, ja. Könnt ihr mal bitte aufhören mit Bomben schmeißen, ihr Arschgesichter, ihr blöden Penner, ihr? Muss man hier am Rand entlang? Ihr miesen kleinen Wichser, ihr? Das ist echt total fies. Diese kleinen Stricher, ey. Wenn ich die erwisch mal mit einem richtigen Schwert, dann mache ich sie alle platt. Es geht aber nirgends weiter, verflucht nochmal. Das kann doch echt nicht wahr sein. Nee, es ist irgendwie... In der Höhle ist auch nichts. Das Ende, Sackgasse. Jetzt weiß dieser ich nicht. Dieser Monolith, ne? Hier bei uns. Eieiei. Oh, Zombie. Weg. Ich habe jetzt auch noch Framerate-Einbrüche, ganz komischer Art. Ja, ich auch. Was ist denn da jetzt los? Oh, mir wird ganz schwindelig bei dem Muster. Okay, da waren wir schon. Ich bin an dem Lavasee. Ich weiß nicht, ob man da weiterkommt. Er hat doch irgendwas gesagt davon, dass es nicht so schwer sein soll. Ich lach mich tot. Ja, ich lach mich auch tot. Echt. Total lustig. Also hier geht's irgendwie eventuell weiter, aber das ist mir gerade zu riskant, weil dann sterbe ich, ne? Und ich habe ein Schwert. Ja. Also schaue ich lieber noch ein bisschen rum. Also unter nicht schwer stelle ich mir ein bisschen was anderes vor, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das ist ja wie wenn du, wenn du deine neue Frau vorstellst, Tine Wittler, und sagst, die ist nicht schwer. Genau so ist das. Flucht nochmal. Überall quietscht so komisch. Ja, ja, das ist so ganz seltsam, ne? Wie so eine Welpe. Ich will nicht mit euch kämpfen, ich will hier raus. Ich glaube, ich muss dann auch mal zu unserem Welpen. So eine Drecksscheiße aus der Hölle. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Komme ich da runter? Da los? Nix. Da komme ich runter, aber da komme ich dann auch nicht weiter. Am Ende muss man sich ja noch ein Boot bauen, um auf dem Lavasee entlang zu schwimmen. Nee, da geht's nicht runter. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Da sterben wir. Also ich bin jetzt ziemlich viel rumgekommen und muss sagen, ich habe noch keinen Ausweg gefunden. Ja, ich bin jetzt auch hier irgendwo oben. Also ziemlich weit oben. Jetzt schmeißen sie wieder mit Bomben anscheinend, weil es so scheppert und knallt. Okay, gehen wir da mal hoch. Hier ist auch ein See. Zum Glück habe ich den Turmlauf trainiert. Aha. Nee, ist kein See. Aber was ist denn das? Geht's doch nicht weiter. Sollen wir nach oben gehen vielleicht? Ach, Scheiße, irgendwie? Ich versuch's ja gerade schon. Was denkst denn du, was ich die ganze Zeit mache? Ich weiß nicht. Kämpfen, nichts machen, auf der faulen Haut rumliegen? Nein, ich renne ruhig die Gegend wie ein Bekloppter, wie ein Gestörter und werd beworfen mit irgendwelchen blöden Bomben. Boah, Igitt, jetzt sehe ich das erst. Das ist ein Riesenblob. Was? Oh Gott. Blob. Ja, das ist ein riesiges, großes, fliegendes Euter. Und was jetzt bin ich eingesperrt. Ja, wie gesagt, ich muss dann eh mal... Bin ich in Sicherheit, aber komm nicht mehr raus. Na toll. Drecksscheiße, ey. Warte mal, ich bin mal zu dir, ne? Na. Warum nicht? Ja, weil ich bin hier in so einer ganz komischen Ecke. Ich sitze hier fest, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, dann komm her. Außerdem ist da hinten dieser Blob. Ekelhaft. So, jetzt bin ich da. Kannst du den mal kaputt machen hier? Ich weiß nicht, meinst du nicht, dass der ein bisschen stärker ist als ich? Ich helfe ja mit. Das ging doch. Ja, ja. Da ist noch einer. Ich glaube, wir müssen dann mal Pause machen. Ja, wir hören mal für heute auf, würde ich sagen. Wir
Mal, da unten? Wir überlegen mal, ob wir noch weiterspielen. Wir versprechen jetzt aber an der Stelle nichts, weil es ist gerade echt ein bisschen mega nervig. Ja. Ja. Also eventuell war das der letzte Teil. Schauen wir mal. Mole, nicht dich töten lassen jetzt. Tschüss. Ja, beam dich nochmal schnell her und dann loggen wir aus. Komm. Ja. So, tschüss. Oh, tschüss.